Hi! Oh, so! Ich war heute nochmal im Action und. Wo war ich noch? Im Kick. Ja. So. Ich fange jetzt mit dem Kick an. Das ziehe mir jetzt mal ganz flott über die Bühne hin, ne? Damit er mich auch gleich nochmal lassen. Ich, ne? Han unten in der Kisch. Von deine Dinger ich ja da zwei Stück hänge, ne? Und han davor noch 4 € bezahlt, ne? Weil ich die so toll fand, ne? Die sind richtig schön, ne? Gefällt mir richtig gut. Jetzt haben sie, waren sie reduziert auf 1 €. Habe ich mir da noch, oh, ich mal da noch mal ein bisschen mithole, weil ich das so süß finde. So, das war das. Dann war hier die Scheiße ja reduzierte 50 Cent von 1,99. Ich finde das schon Schweinerei, ne? Weil die der Preise an der Dachlehne. Ich hätte mal gerne, also ich wollte mal eigentlich noch mehr holen, aber ich habe gedacht, komm ey, du hast so viel, musst du jetzt hier 20 Dingerschelle holen, ne? Die habe ich gerade 50 Cent, ne? Und die Tote Cap. Die habe ich mal nicht geholt, wie sie, obwohl mir ja Totenköpfe gut gefällt. Moment, ich mache mal eins auf. Aber zu dem Preis, wie viel haben sie vorher gekostet? Lass mal gucken. 1,99. Oh, nee, habe ich gedacht, komm, also, ne, vor die nur so hinzustellen, ne, wo du sie eh so wirklich, also nicht so wirklich verbasteln kannst, ne, muss ich das so Preis nicht bezahlen, ne? Also, da manchmal denke ich dann auch mal positiv, oder viel mehr, rational. Sag mal, was will ich nochmal vor Scheiße, ey? So, guck mal, ja. So, Glitzerschirm, guckt mal. Wie toll, oder? Die sind so toll. Aber ich, wie gesagt, ich stelle sie jetzt hier einfach nur dahin, ne? Und wie gesagt, 2 € nur vorhin zu stellen, dann bin ich dann manchmal, ach, also es gibt Sachen, da bin ich geizig und es gibt Sachen, da bin ich nicht so geizig, ne? So. Lass mal leihe. Dann haben wir also dann, habe ich dann also in Silber und in Schwarz geholt. Da hängt noch irgendwas dran. Oh Gott, im Himmel, habe ich noch total Geschäft dabei. Ne? So. Die da. Dann, ah, das läuft dann noch ein Tor. Also, wie gesagt, ich hatte das Bedürfnis, der halbe Stand mit Sohle. Aber Hans denkt, mein Gott, du hast so viel lostet Leier, ey. Was ist mit dir, ey? Du musst nicht immer alles mitschleppen, ey. Ja, gut, Hans hat Leier gelost. Ich muss mal gerade gucken, ob ich überhaupt aufhole, ey. Stell dir mal vor, ey. Ich würde den mal einer weglabern und mit gar nicht aufhole. So, das war auch gerade schon alles. Was ist das? Ich muss mal gerade gucken. Ja, scheinbar war es das. Ne? Ist ja scheißegal, wenn noch was dazwischen kommt, zeige ich es euch dann halt dazwischen. Ne? Ist ja auch Wurscht. Wurscht. Brotwurscht. So, Moment, ich schiebe das nochmal rüber. Ich habe im Action etwas entdeckt. Ich habe es so in Action, weil meine Tochter Füller gebraucht hat. Ne? Dann kann man ja nicht einen Teddy kaufen. Ne? Ich müsste in Action-Fach. So, und dort habe ich entdeckt. Aus reinem Zufall, ihr werdet jetzt nicht voll milchig schallen, mein Traum ist in Erfüllung gegangen, ne? Scheinbar kann jemand vom Action mehr Gedanken lesen, ne? Habe ich das Loch gefunden, ne? Seht ihr schon, was es ist? Das Papier? Und zwar, schwarzes Papier ist da dabei. Und weißes, ne? Klar. So, und das Weiße ist unterteilt in dünnes Papier, ne? Also ich denke mal, so. Ne, so Druckerpapier, schätze ich mal, die Dicke. Und dann geht es ein bisschen dicker, ne? Dann ist ein bisschen dicker. Sau cool, sau cool. Dann Kraftpapier in dünn. Das ist dann auch ein bisschen heller wie das andere. Ne? Und da ist dann ein bisschen dicker. Ich bin begeistert. Ne? Wie gesagt, aber Kraftpapier ist jetzt nicht so mein Fall. Da stehe ich jetzt so gar nicht so drauf. Aber wurscht, ne? Ist halt dabei, ne? Dann muss man die auch anholen, ne? Ist ja klar. Und in Schwarz ist auch dünnes Papier, dünnes schwarzes Papier. Und Digit, ich bin so froh. Ich bin so froh. Ne? Weil Schwarz, ne? Ist halt, ja, wie gesagt, mehr Farb, ne? Und ich tun halt immer gern schwarzer Untergrund holen für das normale bunte Papier. Und hat dort kommt mir wie gerufen. Ich freue mich so, ich freue mich so, ich freue mich richtig. Ne? Ich meine, es hat 1,79 kostet.
Ich bin mir nicht sicher. Aber so was in der Richtung. Ich war auf jeden Fall nicht so teuer. Also ich denke, steht jetzt gar nicht drauf, wie viele Blätter da drin sind, ne? Doch. 30 mal 10 Papier und 30 mal, 3 mal 10, 3 mal. Also 3 mal 10 normales Papier und 3 mal 10 Karton. Ich bin begeistert. Wenn sie jetzt nur noch, also nur, ach mal, Block mache, wo nur schwarzes Kartonpapier drin ist, ne? Da gern ich verregt. Dann drehe ich völlig durch, ne? So, und dann habe ich mal, hey, die Kugel, die Schneekuchen, Dings, wie heißt der Scheiß da? Ich muss mal gerade gucken, steht's hier irgendwo? Naja, ihr seht's ja, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt genau nennt. Und das habe ich mir geholt wegen den Häusern, ne? Die gerne natürlich nicht darin gemacht, ne? Natürlich gehen die irgendwie anders da verwurstet. Und die Gläser, die sind einwandfrei, ne? Da habe ich ja auch noch genug mit denen. Was ich jetzt an denen toll finde, Moment, das muss ich euch mal gerade zeigen. Das ist mir jetzt gerade erst nicht aufgefallen. Weil im Geschäft bin ich immer wie von Sinne. Ich kriege da irgendwie nicht immer alles so mit, wie ich eigentlich sollte. So, noch mal raus. Tische. Da ist dann das toll mit dem Rahmen. Ne? Da kann man das dann schön dort draufstellen. So, ne, dann rutscht das ach so nicht weg. Und auf deine Korkunterlage von den anderen, wo mit den Fliege und Schmetterlinge und Zeichen. Oh. Oh, guckt mal, wie toll. Oh, wie süß, guckt mal. Oh, das ist ja mal toll. Allein, ne, für so was rentiert sich der Preis schon. Allein, also, ich finde die Preise von deinen DIY-Dinger da, ne, ist unschlagbar. Ich meine, es hat 2,79 kostet. Jetzt überlege mal, wie viel so eine Lichterkette kostet. Ne? Wenn man die einzeln kauft, die Dingerscher einzeln, also im Teddy habe ich gesehen, gut, das war dann mit dem kleinen Ständer hier, wie mir, die heißt das, da kostet dann, ich glaube, 3 € so ein, ne, so Kugeldingsche, kleiner, viel kleiner mit einem kleinen Ständerchen drunter. Ne? Aber hier kann man sich dann ach, ein kleines Ständerchen drunter machen, wenn man das will. Und echt, ne, also ich muss sogar noch den Schnee dabei, dann kann man sich, ja, ihr wisst Bescheid, ne? Bevor ich jetzt noch Scheiße anfange zu schwätze. So. Ihr will nicht immer wissen, was ich so eigentlich sagen will. Das will kein Mensch wissen. So. Oh, guck mal, da ist sogar Wegweiser dabei. Ist er nicht schön? Der ist ja mal cool, oder? Ja, gut, komm, ich mache das jetzt weg. Es scheint jetzt hier genug rumgewurschtelt. So, ich stelle es jetzt einfach mal dahin. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so gerade so stört. Das habe ich mitgeholt. Und dann. Ich kann mich wirklich nie beherrschen, ne? Nochmal so was, ne? Das ist jetzt meine andere Ausführung wie die, wo ich schon han. Ach, guckt mal, wie schön mit Cupcakes. Das sind gar keine Cupcakes. Das sind, doch, da ist ein Cupcake da. Und Macarons sind das, glaube ich, ne? Oh, musste natürlich auch mit, ne? Ich glaube, ich mache mal so Kalender mit euch. Und dann habe ich neu entdeckt, das da. Seht ihr das? Krass, oder? Ich mach's jetzt mal auf. Hat schon einer aufgehört. Ich habe noch mal nicht aufgepasst. Ich habe noch mal nicht aufgepasst. Die sind selbstklebend. So steht es zumindest mal auf der Beschreibung. Ich lese mal gerade. Warte mal. Selbstklebend. Klebende Platt. Mit Holzprint. Da sind dann. Ne? Oh ja, guckt mal, hä? Oh, guckt mal, was ein tolles. Oh, Herrgott. Wow. Ich muss mal gerade, ich bin auf dem anderen Tablet gerade ich bin auf dem anderen Tablet gerade Adam und Eva angucken, ne? Da ist ja die China Lisa Lofink ist ja da drin, ne? Wieso hat diese Frau sich so verschandelt, ne? Ich fand die mal hübsch, ne? Die sieht ja jetzt aus, ey. Die hat die Lippe, die sind ja. Ach, Herrgott, warum machen die Leute sowas, ne? Ich verstehe es einfach nicht, warum man sich so verschandeln muss, ne? Naja. Das weiß wahrscheinlich nur, weil ich neidisch bin, weil ich es nicht bezahlen kann, ne? So, haben wir das.
Sau cool, sau cool. Die gibt es dann noch in andere Ausführungen. Ich zeige es euch mal gerade hoch. Also ich hätte jetzt nur noch schwarz geholt, ne? Da gibt es auch in dem normale Holz. Glitzer. Elias. Toll. Jetzt haben alle Zuschauer reingeguckt. Jetzt haben alle Zuschauer reingeguckt. Ja, die haben alle geguckt. Das reicht schon, wenn die mehr Videos reingucken. Dann musst du das nur so bestrafen. So. Die sind toll. Ich finde das toll. War das erste Mal, wo ich die jetzt gesehen habe. Ich finde es so schön. Ne? Also, oh mein Gott, ich kann es gar nicht sagen. Ne? Das ist jetzt echt nicht übertrieben. Ne? Ich finde das wirklich ganz toll. So, haben wir das schon mal. Ne? Weil das muss alles natürlich in zweifacher Ausführung, ne? Weil sonst verbastle ich es ja nicht. Ich kenne mich ja. So, jetzt die nächste Tour. Ich war schon gar nicht. Oh, aha, okay. Ich wusste schon gar nicht mehr, weil ich so alles. Boah, da stinkt aber richtig widerlich noch Holz, ne? So sauer. Bah. Ja, habe ich das Loisette in der Kinderabteilung gefunden. Mir gucke jetzt einfach mal drin. Ne? Also ich habe mir die Sache betrachtet. Ich habe gedacht, komm, da muss ich jetzt nicht unbedingt haben, ne? Aber der Kaste. Den kann ich ja auch nochmal verwurschteln, ne? Da muss ich ja tatsächlich nicht drin lassen. Jetzt ist da noch das Brettloch schief, habe ich gar nicht drauf aufgepasst. Das sind so also Bleistifte drin. Na? Kann man direkt wegmachen. Also Bleistifte, Stempelkissen in Schwarz und in Rot. Kann man auch rausmachen. So. Ja, ne? Ganz cool, ne? So, die Größe stimmt scheinbar auch mit dem äußeren Bild über innen, ne? Das haben wir ja schon mal gesehen in anderen Videos, also jetzt nicht bei mir, sondern bei anderen Holz, ne? Wenn sie nur das Stempel geguckt haben, dass das Bild größer war wie der Stempel an sich, ne? Aber das ist identisch, ne? Sau cool. Ja, schön. Ne? Das sollte eigentlich für Kinder sein. Aber ja, warum dann nicht, ne? Kann man auch, kann mir Erwachsene auch benutze. Bin ich toll. So, muss ich mal auf die Seite stellen. Dann, also eigentlich, ne, Weihnachtssache gehen wir ja eigentlich so gar nicht so wirklich ab, ne? Aber guckt mal diese Gläser da an. Die Sticker da. Moment, ich zeig's euch mal so. Ich hoffe, dass ihr das seht. Sind die nicht toll? Die sind so schön, überhaupt so mit den Gläsern, das, ja, so komischer Name, ne? Also ich sage, ich mach Gläser, ne? Normalerweise dazu. Ich finde die so toll. Guckt mal. Ich hoffe, dass man das sieht. Ich sitze nämlich. Ihr wisst ja, ne? Ja. Die habe ich dann halt in. Ach. Oh, das ist auch toll. Oh, ne, mit der Schneekugel da. Mann. Das finde ich richtig toll, ach, ne? Die sind richtig schön gemacht. Und dann habe ich noch die Dohe. Cool, ne? Guck mal, Glühbirnen. Ich finde es super schön gemacht. Also das finde ich jetzt so etwas, was mir so richtig gut gefällt. So, da habe ich noch die andere. Toll. Gefällt mir auch so richtig gut, ne? Ich finde die richtig toll. Also, boah. Kann ich jetzt echt nichts anderes sagen. So, dann kann ich nochmal das Schmerzgel mitgeholt. Ach, super. Kann schon nichts sagen, ne? Ist nicht unangenehm, riecht nicht unangenehm. Es ist 1,99 kostet. Das weiß ich, weil ich es ja andauernd immer kaufe. Weil ich hatte nämlich vorhin überlegt, soll ich das mitholen oder nicht? Ja, ich habe gedacht, komm, hol's mit. Du brauchst es ja immer, ne? Und ja, das wäre super. Dann habe ich für die Kids das da noch mitgeholt. Und oh, was habe ich jetzt gemacht? Das Tablet aus. Und das da, da hat das Nebelglück, also das Katrin von das Nebelglück, hat gesagt, die würde nicht so besonders gut schmecken. Also ich finde die toll, weil, wenn man da rinbeißt, ne, das ist so ein bisschen Kuchen mit so, also damit so, soll ich erst mal rinbeißen, soll ich es euch zeigen? Warte, ich spüle sie erst noch mit einer Zeige. So, meine Nougat-Bar mitgeholt, die kleine, weil die große Hanse, die scheinbar
Scheinbar sind die Menschen jetzt so wild auf die Nougat-Bar, weil die sehen, 5 Riegel für 99 Cent ist echt günstig, ne? Das da kostet jetzt 99 Cent. Ich glaube, das wäre noch nicht mal ganz ein Riegel, also noch nicht mal 5 Riegel oder so, ne? 5 von den großen. So, ich zeige es euch jetzt da, wie das innen drin aussieht. Also, Mann, oh Mann. Ne? Also, da könnte ich 20 Stück davon fressen, ne? So, ich hol's mal raus. Moment. So. Ne, die sehen dann so aus. Das ist Marzipan mit Schokolade überzogen, ne? Und sieht von innen so aus. Ne, also so Kuchen mit so ein bisschen Creme. Ne, die sind so richtig fluffig und lecker. Ja. So. Damit bin ich jetzt auch fertig. Und ich wünsche euch jetzt noch. Warte mal, ich muss mich stellen, dass ich das sehe, was da abgeht. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.